Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ich meinen UDR einmal komplett zerlege. Angefangen mit der Karosserie und dann geht es weiter. Schraube für Schraube, unzählige Schrauben. Hier hinten die ganzen Dekoteile, Batterie und so weiter, Feuerlöscher. Alles wird komplett demontiert, damit ich einmal einen Neuaufbau machen kann. Es gibt ja mittlerweile das Chassis aus Aluminium, das habe ich euch in einem anderen Video gezeigt. Dann haben wir mittlerweile die Differentialzahnräder vorne und hinten und dies wird dann alles in einem Abwasch erledigt und wir haben ein ganz neues Auto und eine neue Karosserie. Sollte ich mir auch mal gönnen, aber ich bin mir noch nicht sicher, welches Design. Vielleicht fällt mir was ein, vielleicht habt ihr Ideen, könnt ihr mir gerne unten reinschreiben. Schraube für Schraube aus dem Käfig. Der UDR hat wirklich so viele Einzelteile, aber es macht mir einfach unheimlich Spaß, an diesem Auto zu bauen und es auch zu fahren. Also für mich ist das immer noch die Nummer 1. An die Krankheiten, die er hat, gewöhnt man sich. Beziehungsweise man weiß damit umzugehen, so dass es keine Krankheiten mehr sind. Und ach, ich liebe ihn einfach. Tolles Auto. Ich freue mich schon wieder auf den Neuaufbau. Jetzt erstmal wieder Schrauben, 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 damit das ganze Ding einmal komplett zerlegt wird. Das erste Käfigteil ist demontiert, beziehungsweise die erste Seite. Jetzt kommt man schon etwas besser an die ganzen Komponenten ran. Hinterer Stabilisator demontieren mit extra Halterung für den Käfig. Die links von der Achse entfernen und zack ist er raus. Dann haben wir hinten noch das hintere Teil vom Käfig. Einmal von vorne verschraubt, einmal von hinten verschraubt, Wagenheber raus,
Das linke Teil hängt noch am Chassis, aber da haben wir es auch erledigt. Hinterachse demontieren, die ist schon leer. Ich habe mir das hintere Differential zerstört, schon wieder. Hoffentlich hält das Vitavon Differential mehr aus. Kein Differential, sondern das hintere Getriebe ist ja kein Differential, ist eine starre Achse hinten. So, jetzt geht es gleich nach vorne. Reifen runter. Und dann können wir die Achsschenkel demontieren. Die sind bei mir noch original. Die habe ich jetzt auch in Alu liegen. Die sind immer noch die allerersten. Die habe ich noch nie kaputt gekriegt. Und dann geht es gleich an die Querlenker. Jetzt oben noch das vordere Käfigteil vom Chassis entfernen. Vorne schon eine Fummelei. Da muss man schon wissen, welches Teil man als erstes hinschraubt, weil man kommt sehr schlecht hin. Also es ist nicht das beste Auto zum schnell mal eben reparieren. Da gehört gerade schon an dem vorderen Teil schon eine Menge dazu. Die Lenkung ist komplett versteckt zum Beispiel. Werdet ihr gleich sehen. So, Querlenkerstifte raus, Achsschenkel raus. Stoßdämpfer ab vom Querlenker. Da haben wir einen Spurstangen ab von der Lenkung. Da kann man sie sehen, die silberne Lenkung. Falls die mal kaputt ist im Originalzustand, da hat man schon einen Haufen Arbeit, um die mal zu tauschen. Bodenplatte bisher noch gar nicht demontiert. Akkufach raus. Da haben wir den 4985 Hobbywing Motor mit Vitavon-Getriebegehäuse. Servo, das ist das TRX 400. Das vordere Chassisteil demontiert. Jetzt sieht man da oben auch die Lenkung und erst jetzt kann man die Lenkung ausbauen. Also es ist schon ein Haufen Arbeit, falls man mal ein Problem mit der Lenkung hat. So, jetzt haben wir es fast geschafft. Noch die Reserveräder runter. Das Käfigteil ist nämlich gebrochen. Das wird ausgetauscht. Und ja, also das waren jetzt 25, 30 Minuten, die ich an dem Ding gearbeitet habe. Einmal komplett zerlegen. Eben alles aufräumen, wie sie es gehört. Werkzeug wegpacken und dann können wir uns bereit machen für den Neuaufbau. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Seid dabei, wenn ich die Videos drehe, wie ich das Teil wieder aufbaue. Ich freue mich drauf. Ciao, ciao.